Als die Römer frech geworden, sims, rim, sim, 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 zogen sie nach Deutschlands Norden, sims, rim, sim, 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 vorne beim Trompetenschein, terre, 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 Ritter, General, Feldmarschall, terre, 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 Herr Quintilius Varus. In der Varusschlacht, auch Schlacht im Teutoburger Wald oder Hermannsschlacht, von römischen Schriftstellern als Clades Variana, als Varus-Niederlage bezeichnet, erlitten in der zweiten Hälfte des Jahres 9 nach Christus drei römische Legionen samt Hilfstruppen und Tross unter Publius Quinctilius Varus in Germanien eine vernichtende Niederlage gegen ein germanisches Heer unter Führung des Arminius, Hermann, eines Fürsten der Cherusker. Nach der Eroberung Galliens durch Caesar, 58 vor Christus, 51 vor Christus, begannen 4 Jahrzehnte später unter Augustus die römischen Feldzüge in das Gebiet rechts des Rheins. Augustus, Stiefsöhne Drusus und Tiberius führten 15 vor Christus einen Feldzug gegen die Räter und Vindelicer. Drusus, der danach den Befehl über die Legionen am Rhein übernahm, führte in den Jahren 12 vor Christus bis zu seinem Tod 9 vor Christus. Die Römer besaßen zwar einige Teile dieses Landes, doch kein zusammenhängendes Gebiet, sondern wie sie es gerade zufällig erobert hatten, ihre Soldaten bezogen hier ihre Winterquartiere, Städte wurden gegründet und die Barbaren passten sich der römischen Lebensweise an, besuchten die Märkte und hielten friedliche Zusammenkünfte ab. Freilich hatten sie auch nicht die Sitten ihrer Väter, ihre angeborene Wesensart, ihre unabhängige Lebensweise und die Macht ihrer Waffen vergessen. Solange sie allmählich und behutsam umlernten, fiel ihnen der Wechsel ihrer Lebensweise nicht schwer, sie fühlten die Veränderung nicht einmal. Als aber Quinctilius Varus den Oberbefehl über Germanien übernahm und sie zu rasch umformen wollte, indem er ihre Verhältnisse Kraft seiner Amtsgewalt regelte, ihnen auch sonst wie unterworfenen Vorschriften machte und insbesondere von ihnen wie von Untertanen Tribut eintrieb, da hatte ihre Geduld ein Ende. Denn das Gebirge war voller Schluchten und Unebenheiten, und die Bäume standen so dicht und waren so übergroß, dass die Römer auch schon ehe die Feinde über sie herfielen, sich, wo nötig, abmühten, die Bäume zu fällen, Wege zu bahnen und Dämme zu bauen. Und wenn dazu noch Regen und Sturm kam, zerstreuten sie sich noch weiter. Der Boden aber, schlüpfrig geworden um die Wurzeln und Baumstümpfe, machte sie ganz unsicher beim Gehen, und die Kronen der Bäume, abgebrochen und herabgestürzt, brachten sie in Verwirrung. Da umstellten die Germanen sie plötzlich von überall her gleichzeitig durch das Dickicht hindurch, da sie ja die Pfade kannten, und zwar schossen sie zuerst von fern, dann aber, als sich keiner wehrte, doch viele verwundet wurden, gingen sie auf sie los. Es war unmöglich. Erstens, in irgendeiner Ordnung zu marschieren, zweitens, konnten sie sich auch nur schwer zusammenscharen, und waren Schar für Schar immer weniger als die Angreifer. Daher schlossen sie die Römer mühelos ein und machten sie nieder, so dass Varus und die Angesehensten aus Furcht, gefangen genommen oder getötet zu werden, denn verwundet waren sie schon, sich zu einer furchtbaren, aber notwendigen Tat entschlossen. Sie töteten sich selbst. Als dies bekannt wurde, wehrte sich auch keiner mehr, auch wenn er noch kräftig war, sondern die einen taten es ihrem Anführer nach, die anderen warfen die Waffen weg und überließen sich dem, der sie töten wollte. Denn fliehen konnte keiner, wenn er es auch noch so gerne wollte. Quinctilius Varus, gib die Legionen zurück. In dem Teutoburger Walde, wie pfiff der Wind so kalte Raben flogen durch die Luft und es war ein Moderduft. Wie von Blut und Leichen, plötzlich aus des Waldes Duster, brachen krampfhaft die Cherusker. Mit Gott für König und Vaterland stürzen sie sich wutenbrand auf die Legionen. Als die Römer frech geworden, simserim, sim, 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 zogen sie nach Deutschlands Norden, simserim, sim, 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 sim. Vorne mit Trompetenschall ritt der Generalfeldmarschall. Herr Quintilius Varus, wow, 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 wow. Herr Quintilius Varus, Schnee der Renk, Teng, der Renk, Teng, 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 Teng.
Weder es ward ein großes Morden, sie schlugen die Kohorten, nur die römische Reiterei rettete sich in das Frei, denn sie war zu Pferde. Oh, Quintili, armer Feldherr, dachtest du, dass so die Welt wär? Er geriet in einen Sumpf, verlor zwei Stiefel und einen Strumpf und blieb ihm. Da sprach er voll Ärgernussen zum Centurio Titius: Kamerad, zeug dein Schwert hervor und von hinten mich durchbohr, weil doch alles futsch ist in dem armen römischen Heere. Dient er auch als Volontierer, ein Rechtskandidat, den man schnöd gefangen hat, wie die anderen alle. Diesem ist es schlimm ergangen, dass man ihn aufgehangen. Stach man ihm durch Zunge und Herz, nagelte ihn hinterwärts auf sein Corpus Juris. Als das Morden war zu Ende, rieb Fürst Hermann sich die Hände. Und um sich noch mehr zu freuen, lud er die Cherusker ein zu nem großen Frühstück. Wild gab's und westfälschen Schinken, Bier so viel man wollte trinken. Auch im Zechen blieb er Held, doch auch seine Frau so schnell trank vakürenmäßig. Nur in Rom war man nicht heiter, sondern dann kaufte Trauerkleider. Gerade als beim Mittagsmahl Augustus saß im Kaisersaal, kam die Trauerbotschaft. Erst blieb ihm vor jähem Schrecken ein Stück Pfau im Halse stecken. Dann geriet er außer sich: Varus, Varus, schäme dich, sein deutscher sklavisch mitgeheißen. Dacht ihn soll das Mäusle beißen, wenn er je sie wiederkriegt. Denn wer einmal toter liegt, wird nicht mehr lebendig. 1900 Jahr verflossen, seid ihr Römer Blut vergossen. Das uns Knechtschaft zugedacht, Hermanns Denkmal hält nun wacht, deutscher Kraft und Stärke und zu Ehren der Geschichten. Oh, tat ein Denkmal man errichten, Deutschlands Kraft und Einigkeit kündet es jetzt weit und breit, mögen sie nur kommen und zu Ehren der Geschichten tat ein Denkmal man errichten. Deutschlands Kraft und Einigkeit kündet es jetzt weit und breit, mögen sie nur kommen, um des Denkmals Glanz zu mehren. Lasst uns seinen Schöpfer ehren, deinen Namen trag die Bank, Bandel, die wir dir zum Dank und zur Ehr erbracht geworden. Simserim, sim, 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 zogen sie nach Deutschlands Norden. Simserim, sim, 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 sim. Vorne mit Trompetenschall ritt der Generalfeldmarschall. Herr Quintilius Varus, bau, 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 bau. Herr Quintilius Varus, schnee, der reng, reng, teng, der reng, teng, teng.